Hallo meine kleinen Mini-Freunde und willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, heute schauen wir uns zusammen das neue Video von Joey an mit der lieben Julia. Die beiden haben nämlich etwas hochgeladen, nicht nur bei Joey, sondern auch bei Julia auf dem Channel. Das von Julia werden wir uns auch noch ansehen, keine Sorge, Leute. Heute aber erst einmal die dümmsten Weihnachtsspielzeuge im Test mit Julia Beautix. Ich bin sehr gespannt, Leute. Weihnachtsstimmung kommt langsam auf, oder? Seid ehrlich, Leute. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Seid ganz ehrlich. Seid ganz ehrlich. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Mir fehlt noch eins. Ich habe erst gedacht, ich hatte alle, aber mir fehlt noch eins. Ich habe eine wichtige Person vergessen. Ein Geschenk fehlt mir noch. Ansonsten habe ich alle. Ich bin safe. Das eine werde ich dann die Tage holen. Also, das Ding ist, Weihnachten ist diesmal gut. Wir können noch am Montag einkaufen gehen. Rein theoretisch sogar noch am Dienstag. Also, wir sind safe, Leute, ja. Ja, ey, Leute, schreibt mal rein. Habt ihr alle? Würde mich interessieren. Oder seid ihr so Last-Minute-Leute? War ich die Jahre auch, aber dieses Jahr habe ich eigentlich alle außer eins richtig, richtig früh geholt. Lasst mal eure Meinung jetzt in den Kommentaren da, Leute. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir rein. Die dümmsten Weihnachtsspielzeuge im Test mit Julia vom lieben Joey. Leute, wenn ich schon hier Joey sehe, wie gut er drauf ist in dem Weihnachtsanzug. Und Julia, Leute. Wird ein gutes Video, glaube ich. Let's go. Ho, 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 meine kleinen süßen Mini-Freunde. Ich habe heute einen ganz besonderen Mini-Freund mitgebracht. Und zwar den lieben Flo, der Flo. Leute, willkommen. Es tut mir leid, ich bin wahrscheinlich wieder so eklig gut drauf, aber ich weiß nicht, woher es kommt, Leute. Lasst mal einen Daumen nach oben da, Leute. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gut geht gerade, wenn ihr Bock habt auf das Video, ja? Lasst einen Daumen nach oben da, danke. Was? Julia! Das ist voll nervig, wenn man sich selber vorstellen muss, ne? Richtig armselig. Okay. Leute, ihr seht es wahrscheinlich schon im Hintergrund. Es ist endlich Weihnachtszeit. Woo! Und deswegen haben die liebe Julia und ich es uns zur Aufgabe gemacht. Aber der Tannenbaum noch gar nicht gesehen. Wir haben keinen Tannenbaum dieses Jahr. Aber hatten wir letztes Jahr, doch, letztes Jahr hatten wir noch einen Tannenbaum, aber dieses Jahr nicht. Ohne Tannenbaum ist ein bisschen kacke, oder? Seid ehrlich. Vielleicht hole ich noch einen. Einen kleinen. Einen ganz kleinen. Für mein Zimmer einfach. Hier hinten irgendwo. Stellt euch vor, hier wäre irgendwo ein Tannenbaum. Wäre geil, oder? Seid ehrlich. Ich glaube auch. Macht endlich mal zu testen, was der geilste, neueste Scheiß für die Kids da draußen ist. Oh mein Gott, ja, Digga. Ey, ich war gestern so lange im Spielzeugladen. Du kannst nicht vorstellen. Ich schwöre, können wir jetzt anfangen? Weil, guck mal, weißt du was? Joey, dieser Arschloch, der hat eiskalt so Decke über sein Spielzeug gemacht. Ey, ganz ehrlich, du kannst gleich mal vor die Tür gehen, ja? Da kann man da weiterbringen. Eins gegen eins, ohne treten, Leute. Ohne treten. Leute, ich war gestern ungelogen anderthalb Stunden im Spielzeugladen und habe die krassesten Spielzeuge rausgesucht, die es diese Weihnachten so zu kaufen gibt. Und Julia, es sind wirklich Spielzeuge, die du dir so anguckst und dann denkst du dir so, warte mal, das geht? Sowas gibt's wirklich? Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Wir haben schon so oft Spielzeuge getestet. Und eigentlich dürfte der ganze Spielzeugladen schon leer gefickt sein. Oh, Julia! Achso, du hast leer gefickt. Gefickt, ich war auch kurz schockiert, aber ich hab's gesagt, gefickt. Sag. Ja, was hast du nicht gesagt? Leer Wieso sagt sie so ein böses Wort? Wir werden euch jetzt unsere Erfahrungsberichte geben, ob die Spielzeuge es wert sind zu kaufen. Or not. Und deswegen würde ich sagen, yeah. Julia, der größte Spielzeugspaß unseres Lebens wird jetzt beginnen. Also würdest du sagen... Sehen wir uns bald wieder! Nein, let's go mit dem Video! Ach Leute, ich liebe dieses Klatschen. Ich lebe dafür. Also du wirst wahrscheinlich ein bisschen Panik davor haben und ich weiß noch nicht so genau, wie wir das Ganze jetzt hier auf testen sollen. Was ist eigentlich immer mit Julia los? Die macht immer irgendwas in den Videos. Oh, ey, hör nicht zu. Ich schubse dich gleich vom Stuhl, ich sag's. Oh, das wäre voll gemein. Jetzt guck weg. Oh, ist auch noch ganz unten. Okay, bist du ready, Julia? I'm ready. Bist du wirklich ready? Ich bin wirklich ready. Also jetzt mal jetzt. I'm like really ready. Weil ich grad irgendwie nicht mehr sitzen will. Oh, wie nervig. Wir haben eine ferngesteuerte Riesentarantel. Ihh, wir werden sowas haben. Wir werden sowas haben, Alter. Ich hatte früher Helikopter und ich hatte so ein Auto, Leute. Ich hatte ein scheiß ferngesteuertes Auto mit so einer Pistole hat man das gesteuert und das konnte an der Wand hochfahren. No joke, I'm not even kidding, Leute. Das konnte auch in der Decke fahren. Es hört sich crazy an. Es hört sich crazy an. Aber ich hatte sowas, ich schwöre es euch. An der Wand ging es, an der Decke hat's immer, ist es runtergefallen irgendwann. Aber es konnte an der Wand hochfahren, ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch, Leute. Wie? Keine Ahnung, es hat funktioniert. Ja, aber eine Spinne würde ich mir nicht kaufen, weil Spinnen sind no-no. Hast du Angst vor Spinnen? Ja. Boah, dein Ernst? Warum hast du keine Angst vor Spinnen? Jeder hat Angst vor Spinnen. Ja, hast du Angst vor Spinnen? Nee. Ah. Also, ich schon ein bisschen. Ich finde sie eklig, ich habe aber nicht so krass Angst. Doch, ich habe schon Angst. Ich habe schon Angst. Die ist richtig haarig. Echt? Ja, los. Geil, ich stehe auf Spinnen. Oh mein Gott, ich dachte, du willst ja was ganz anderes sagen. Du bist so pervers. Du hast gesagt, ich stehe auf haarige Spinnen. Ja, das wollte ich auch wirklich nicht sagen. Ich will die gar nicht anfassen. Das ist voll sexual, das darf man nicht. Hä, sie ist doch voll die geile Alte. Och ne, ich will nicht. Leute, da sind Schrauben drin. Ich habe endlich mal dran gedacht, Batterien auch zu kaufen. Toll, wenn wir das jetzt nicht da rausbekommen. Hier, Fräulein Bulgur, nicht in dem Ton.
Bulgur. Sag mal, kannst du mal schneller machen? Alter! Ich hab mir das ausgesucht. Oh mein Gott! Guck mal, ich hab so eine Mini-Serie. Was macht Julia da? Leute, wo sind wir schon wieder gelandet heute? Okay, du schneidest die Spinne auf. Ich hab kein Kreuzschraubenzieher mehr, glaubst du es? Das war doch... Aber Kreuzteile kann auch mit Schlitz aufmachen, nur umgekehrt nicht. Das weiß doch jeder. Wieder von vorne an. Julia, ich hör mal auf hier. Oh nee, jetzt muss ich... Oh nee. Oh, hoffentlich oh, geht das. Oh nee. Oh, ich bin Joey und ich jammer immer rum. Oh, was für eine... Das ist so eine Hassliebe zwischen den beiden. Aber ich mag das gerne, Leute. Das ist cool. Bösartige... Hey, Julia, die passt nicht rein. Leute, das hier ist eine Spinne in XXL und man hat eine Fernbedienung und man kann die Spinne steuern. So hey, das sieht so geil aus, glaube ich. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ja, ne, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Dumme Scheiße hast du da gekauft. Es kann jetzt nicht sein, dass wir diese tolle Spinne nicht benutzen können. Hä? Nein! Boah, wir sind so dumm, Julia. Wieso wir? Was hast du gemacht? Guck mal, hier kommt so ein Block rein. Wir sind so dumm. Oh mein Gott. Leute, das hier kommt da rein. Sie konnten es gar nicht richtig angucken, weißt du. Ja, geht das jetzt mal? Ich glaube halt, die Lampe müsste blinken. Oh mein Gott! Wie geil sie ist. Hä? Das ist schon... Oh Julia, das ist richtig gruselig, finde ich. Hä, irgendwie kann sie sich nicht... Hä, lass mich doch... Julia, du hast sie getötet! Hast du keine Angst davor? Nein, das ist hinten. Breakdown! Ich will auch mal. Nee, Julia, ich will auch... Guck mal, wir kommen zusammen. Ey, ich hätte voll Angst vor sowas als Kind gehabt. Julia hat auch heute wieder ein Zelt angezogen, was ich sehr schön finde. Aber ich hätte so Angst gehabt als Kind vor sowas. Ich hätte so Angst gehabt einfach. Oh, guck mal, die tanzt mich an. Oh, hör mal. Boah, das ist ja gar keine Angst vor Spinnen. Das ist ja richtig langweilig. Ich dachte, das kann ich damit so richtig hart triggern. Ja, also wenn ich mich zurenne, finde ich schon eklig. Mir ist ein Bein abgefallen. Du hast ihr einfach ein Bein rausgerissen. Das Bein. Ist aber normal, die generiert sich wieder zurück. Hä, wo kommt denn das Bein her? Er ist halt echt jetzt kaputt. Was, abgebrochen? Ich war das nicht. Boah, Julia ist eine richtige Tiertöterin, Julia, wisst ihr, Leute. Oh, sie ist doch nicht tot. Sieht so lustig aus einfach. Mann, Terry. Terry? Ja, sie ist eine Tirante, die heißt Terry. Sieht schon eklig aus, oder nicht? Terry und ich, wir entfernen uns von Leute, dir. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Angst vor Spinnen, ja oder nein? Ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Du bist wirklich gefährlich für unsere kleine Familie. Du willst dich mit einer Spinne fortpflanzen? Oh Mann, Julia, das ist richtig unbefriedigend. Nee. Das war ein scheiß Spielzeug. Das stimmt doch gar nicht. Okay, die nächste Sache ist wahrscheinlich die coolste von allen. Und das war auch die teuerste von allen. Teuer als Mr. Tarantel. Ja. Okay, da muss es jetzt richtig geil sein. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ne, dann rennt sie aber vom Balkon. Dann rennt sie vom Balkon. Ja. Das ist Zero Gravity Laser. Hatte, Leute! Oh mein Gott! Das ist exakt das, was ich hatte. Zero Gravity Laser. Da hat man so eine Lasergun und es fährt an der Wand hoch. Es ist exakt das, was ich hatte. Oh mein Gott! Das kannte Joey nicht? Ey, Leute, es ist genau das, was ich beschrieben habe. Oder? Ey, seid ehrlich. Es ist genau das. Es ist genau das. 40 Euro dafür? Julia, das hier ist ein Auto, was die Wände hoch... Es ist genau das, Leute! Oh mein Gott! Ich möchte das... Ich kaufe mir das zu Weihnachten dieses Jahr. Es ist einfach genau das, was ich hatte. Ihr werdet sehen, Leute, ihr dachtet, ich wäre dumm, als ich das beschrieben habe. Es ist genau das, was ich meinte, Leute. Oh mein Gott. Hä, wie kann das denn sein? Und sogar an der Decke fährt. Es ist genau das einfach. Wenn das funktioniert. Dann ist krass, oder? Ich hatte das. Das Ding ist, man steuert es nicht einfach mit einer Fernbedienung. Sondern mit einer Laserpistole, Leute. Ja. Nein, mit einer Laserpistole. Oh, es ist genau das, was ich meinte. Das ist so mega. Du warst so geil, wie du mich gerade angesprungen hast. So, wir packen Kacke jetzt. Leute, warum bin ich gerade so gut drauf? Ich möchte das haben wieder. Oh mein Gott, vielleicht habe ich das sogar noch irgendwo in einem Schrank. Das ist... Ihr werdet es sehen. Ihr werdet sehen, wie gut das ist. Ich glaub daran. Und zieh raus hier. Jetzt zieh doch mal! Ich bin aggressiv. Boah, bestimmt beschwert sich gleich wieder dein Nachbar. Ja, soll er doch. Es ist exakt so, komm doch rüber. Die Schatte! Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich, du Arschnase? Oh, halt, geht's los. Wir brauchen wieder einen Screwdriver. Oh. Manchmal muss man sich halt einfach irgendwie... Komm, die Leute. Jetzt einfach die blöden Batterien! Ihr werdet sehen, ich werde euch zeigen, wie gut das ist. Deine Stirn ist gelegt. Oh, meine Augen! Au! Oh, Scheiße, ich kann nichts mehr sehen, Julia. Hä, du lügst, ich hab's gerade auch reingeguckt. Ich kann's wirklich nicht mehr sehen. Ich hab ja die Augen zu. Du hast schon Panik jetzt bekommen, ne? Ganz cool. Oh, wir müssen erstmal aufladen, bestimmt. Ich dachte, das ist cool, Tesla. Das ist so geil, Mann. Das ist wirklich so geil. Ich weiß nicht. Guckt, guckt, es klappt halt wirklich. Ich sag's euch, ich lüge euch ja nicht an, Leute. Es klappt, es ist hier hochgefallen an dieser Wand, Leute. Seht ihr's? Seht ihr's, Leute? Seht ihr's da? Leute, ich sag's euch, Alter. Julia! Du hast unser Auto geschrottet. Ich wollte es an dir hochfahren lassen.
Das ist so geil. Gut. Kann ich es in deinem Rücken hochfahren lassen? Ja, aber das geht bitte, nicht. Bitte. Ja, gleich, okay? Erst müssen wir es auf den Tisch probieren. Julia, hierher. Das ist so gut. Boah, du hast es sogar noch weggeschleudert. Du bist so bösartig, Julia. Julia ist heute echt ein bisschen böse, muss ich sagen. Julia. Du willst ja alles mutwillig kaputt machen, gibt's doch. Ich wollte nur helfen. Oh, mein armer Erhorn. Julia ist böse zu dir. Warum gibt's denn eigentlich allem immer erst nach, nachdem es tot ist? Ja, ist echt so, ne? Komm, so fies. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass der meinen Rücken hochfährt, ne? Ja. Oh. Oh. Was machen die beiden eigentlich alles, Mann? Ja, toll, Julia. Wir bringen das jetzt hier an die Wand. Das klappt, es wird klappen. Ja. Es wird klappen. Schaut es euch an. Wie geil ist das? Es geht echt. Wie geil ist das, Leute, oder? Das ist schon krass, oder? So viel Staub ist an meiner Wand. Oh mein Gott, er fährt hinter dem Ding. Der große Moment ist da. Wir werden das Ding jetzt an der Decke fahren. Es klappt, oh mein Leute. Gott. Schaut es euch an. Oh mein Gott. Ja, siehst du es? Ja. Nein, meine Kindheit. Das ist mal auch passiert. Es, von der Decke auf die Wand oder andersrum geht nicht. Man muss es immer selbst mit der Hand hinkleben. Aber Leute, holt euch das Teil. Ich werd einen Amazon-Link dazu in die Beschreibung holen. Holt euch dieses Auto. Das ist schon cool. Das ist mega geil. Aber irgendwie nicht so ganz, wo er hin soll. So Leute, das Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt zu kaufen. Das, ja, war echt richtig, echt geil. Cool. Ein Auto, was an der Decke fährt, ist halt schon echt Premium. Ist von uns als Weihnachtsgeschenk approved. Aber mehr kann es halt auch nicht, deswegen würden wir jetzt sagen... Scheiße, ich wollte es da runterfahren lassen. Deswegen würden wir jetzt sagen... Deswegen würden wir jetzt sagen... Du hässliches Scheißteil, ich fahr einfach hier runter! Ciao, ey! Ich glaube, du brauchst mal wieder Urlaub, ja, oder? Julia, das hat schon angefangen bei den Batterien, die nicht da waren. Da krieg ich schon wieder eine Krise, wenn diese olle, blöde Scheißkuh an der Kasse von diesem Laden zu mir sagt... Oha, ganz ruhig, ja? Nee, die brauchen nur die ganz kleinen Batterien. Und auf einmal brauche ich einen Scheißblock. Ja, an dieser Stelle hallo an meinen Nachbarn. Siehst du, ich schwitze? Ich bin nicht auf 180 gerade. Wir kommen zur nächsten Kacke, die ich vorbereitet habe. Also entweder das ist der geilste Scheiß ever. Oh, ich das bin ist gespannt. Halt der vielleicht kenne ich es auch, vielleicht kenne ich es auch. So, und zwar ist es... Boah, kenne ich nicht. Oh, doch, kenne ich. Hatte ich aber nicht, aber das Freund hatte das von mir. Boxteile, du hast Fernbedienungen und die boxen sich. Bam, 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 bam. Wenn man ganz cool ist, hat man noch einen Ring dafür, aber den hat Joey, glaube ich, nicht. Die boxen sich, bam, bam. Und wer als erstes hinfällt, hat verloren. In diesem Fall sage ich, ich setze all mein Geld auf Julia, weil Joey ein kleiner Noob ist. Hatte ich aber, also ich hatte es nicht, aber ein Freund von mir und wir haben uns immer geboxt. Also, die Roboter haben sich geboxt und wir auch manchmal. Boxing Robber. Oh mein Gott. Mega gut. Hey Julia, das sind zwei riesige Roboter. Oh mein Gott, wir können die gegeneinander spielen. Ja, oh mein Gott. Dieser kriegt eine Fernbedienung. Ich werde dich sowas von besiegen. Safe, all mein Geld auf Julia, oder Leute? Schreibt rein, für wen seid ihr jetzt, bevor ihr es wisst. Für wen seid ihr, Julia oder Joey? Schreibt's rein. Gut. Ich sag doch, das ist geil. Ja. Ah, oh mein Gott, ich habe richtig mir hier reingeschaut. Papierschnittwunde, Papierschnittwunde. Der Pappe. Siehst du, guck mal hier, richtig Haut ab. Ich hasse Papierschnittwunde. Ich blute. Top 10, die schlimmsten Wunden. Ich blute. Ja. Das für dich. Rein jetzt hier. Leute, ich bin gespannt. Oh. Wie geil wäre das, wenn man den ja noch so customizen kann, so selbst bearbeiten kann, den Roboter. Oh mein Gott, Leute, ich hol mir das alles, Alter. Hä? Hey, ich hol mir halt alles. Quatsch. Oha. Oh mein Gott, was? Was? Hä, oh mein Gott, wir können Roboterwürfel Spinne. Was? Man kann die Spinne damit steuern? Spielen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Okay, you ready? Der gewinnt, der kriegt was? Die Wohnung. Also Leute, man muss hier so drauf treffen und dann passiert das hier. Und der Kopf fliegt ab. Das heißt, ich muss deine Brust treffen. One, two, three. Julia gewinnt, oder? Ja, ich wusste es. Ich wusste es, Leute. Du hast gar nichts gemacht. Ich wusste es doch. Ich glaube, ich habe gewonnen. Nee, drei Runden. Oh. Oha! Nee, wir haben beide verloren. Ich hab zuerst. Nee, ja, 2-0 für Julia. Aber das macht irgendwie voll Spaß. Also. Ja, irgendwie schon. Geht aber los. Scheiße. Oh nein, Julia! Nein! Ja, 3-0. Robi! Bei mir ist jeden Abend hier mit Feld. Komm, wir zeigen den Leuten noch einmal, wie ich gewinne. Hä, das ist mega. Leute, ich werde euch auf jeden Fall ein paar Links in die Beschreibung packen, wenn ihr euch das auch holen wollt. Ich werde mir, glaube ich, das Auto und die Roboter wirklich kaufen, wenn sie nicht zu teuer sind. Okay, wenn sie nicht zu teuer sind. Warum habe ich so viel Spaß gerade? Hilfe, Leute. Naja, egal. Das kann doch nicht wahr sein. Julia, du fährst doch auch nur geradeaus. Weißt du was? Aber ich wusste, dass Julia gewinnen wird. Julia!
So, Julia, bist du ready für das große Finale deines Lebens? Ich bin gespannt, Leute. Was komisch billig. Aber die Roboter waren auch billig. Das stimmt und die waren geil. Es ist... Alter. Drone Force. Was? Was ist Angela das? Drohne? Das hier ist eine Drohne. Es ist ein fliegender Tiefseefisch mit Lampe. Sieht ist das so ein Tiefseefisch? Nein. Aber ein Piranha ist... Das sieht mega geil aus. So ein Tiefseefisch. Nein, Piranha ist im Amazonas und beißt dich nur. Das ist so ein Kannibalenfisch. Guck mal, das sieht doch so aus wie ein Piranha. Ja, keine Ahnung. Das ist kein Piranha. Mega gut aus. Ist doch scheißegal, was das für ein Fisch ist. Okay. Aber Julia hat eine Fischphobie, Leute. Mann, du bist so gemein. Und ich dachte, ich kann sie mit der Spinne triggern. Aber stellt sie heraus, sie hat Angst vor Fischen. Ach, du bist so gemein. Das ist halt auch richtig armselig. Das ist Angst gar nicht armselig. Guck mal, ganz ehrlich, kleine Fische sind wirklich richtig eklig. Das sind so wabbelige Plöppelpampas. Ja, dann ist das doch das perfekte Finale jetzt für dich hier, oder? Plöppelpampas. Und sieht aus. Oh, ah, der hat sogar zwei Propeller. Also Leute, das Ding hat halt 10 Euro gekostet, ne? Und so sieht es verdammt nochmal nicht aus. Hä, vielleicht könnt ihr damit die Spinne auch zum Fliegen bringen, Leute. Wer weiß. Ey, das hat 4 Propeller. Oh, Baby, komm doch her zu mir. Deine Oma riecht wie ein Stinktier. Die Lampe dauert ungefähr 90 bis 110 Minuten. Oha. Okay, bist du ready? I'm ready! Okay, guys. Sie hören einen Bestätigungston. Mhm. Die Drohne und die Fernbedienung sind erfolgreich gekoppelt. Oh mein Gott, ich bin voll gespannt. Ja, voll geil. Wenn Sie die Taste Take Off Land drücken, hebt die Drohne automatisch ab und fliegt auf einer bestimmten Höhe. Oh Leute. Gott. Oh mein Gott, Julia, hierher! Julia, hierher! Julia, hierher! Ah! Julia, hierher! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott, was passiert jetzt in jedem Fall erschreckt? Julia! Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Julia! Oh mein Gott, was ist hier gerade passiert? Oh mein Gott, sie ist voll vors Mikrofon gegangen, aber ich wollte sie auch nicht festhalten, weil ich habe Angst gehabt, dass sie mir meinen Finger absäbelt. Guck mal, ich lasse sie jetzt mal da fliegen, okay? Okay. Nein, Julia! Diese Weihnachtsbaum gleich! Oh mein Gott! Kaputt. Nein, warte mal, hier, das Ding ist kaputt. Oh nein! Mach sie doch aus! Sie ist richtig aggressive! Boah, das tat richtig weh! Okay, jetzt geht sie wieder! Okay, sie geht! Okay. Oh, ja! Ich kann nicht steuern! Ich hab es nicht! Leute! Das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn Weihnachten denn so aussieht bei euch zu Hause, oder? Seid ehrlich! Ist von der! Julia, du siehst mich! Zieh deine Form ab! So, Julia, jetzt zeig ich dir, wie das geht. Hä? Sie geht so hoch! Okay, ich hab sie wieder, ich hab sie! Okay, er hat so eine Kontrolle. Oh. Was war denn das? Oh, okay. Ups. Sie ist aber halt auch aggressiv. Oh, das ist in deiner Handtasche. Super. Ja, ist schon eine aggressive Tante, ne? Boah, ey. Deswegen, wie wollen wir das jetzt bewerten? Weil eigentlich ist es ja saugeil. Aber andererseits ist es halt unberechenbar. Ist saugefährlich, die alte Piranha-Tante. Ja, aber für 10 Euro ist schon geil. Schon geil. Mach's nicht nochmal. Nein, auch Joey, bitte nicht nochmal. Leute, was ein gutes Video. Das war unser ganz großes, tolles Weihnachtsspielzeugspektakel. Freunde, ich würde sagen, ich packe euch die Roboter und das Schwebeauto in die Beschreibung, falls ihr euch das mal genauer ansehen wollt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch noch holen. Also das Auto denke ich schon, das ist einfach meine Kindheit gewesen, Leute, ja. Dann war es das an dieser Stelle von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Habt soweit es geht noch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und tschüss.